Moin Moin und herzlich willkommen zurück zu Let's Play FIFA 18, dem Karrieremodus mit unseren Adlern von Preußen Münster. Zurück in der dritten Liga am nunmehr siebten Spieltag. Wir haben den 31. August überschritten und damit ist beim letzten Mal auch gleichzeitig das Transferfenster geschlossen. Und das heißt auch gleichzeitig, die Parts mit Überlänge werden wahrscheinlich jetzt erstmal passé sein, denn ab sofort haben wir pro Part noch ein Spiel und heute ist es eben der siebte Spieltag, da empfangen wir den FSV Zwickau, mal wieder ein Verein aus der ehemaligen DDR. Beim letzten Mal setzte es eine Niederlage gegen einen anderen ehemaligen DDR-Verein, nämlich gegen Hansa Rostock, verloren wir im Ostseestadion nach einem sehr schwachen Drittligaspiel mit 0:1 durch ein sehr frühes Gegentor, vielleicht auch ein bisschen zu erklären aufgrund der taktischen Umstellung. Wir hatten es mit einer Fünferkette probiert, aber innerhalb von einer Halbzeit sofort wieder umgestellt. Das Experiment ist also mal gründlich gescheitert. Und auch deswegen kehren wir heute zur altbekannten Formation zurück, das 4-1-4-1 im heutigen Spiel am 9. September 2017 gegen eben den FSV Zwickau, unter der Leitung übrigens von Steffen Schwurbel. Und wir haben auch personell auf einigen Positionen umgestellt, also nicht nur die Taktik hat sich wieder zurückverändert, sondern auch ein paar kleine Überraschungen in der Startelf. Angefangen im Tor, der bisherige Stammtorhüter, Schulze Niehus, das erste Mal in der Liga nur auf der Bank, Körber dafür in der Liga das erste Mal zwischen den Pfosten. Obwohl Schulze Niehus sich nichts hat zu Schulden kommen lassen, wirkte er auf mich gerade bei Flanken des Gegners doch sehr, sehr unsicher. Und deswegen will ich es heute einfach mal mit den jungen Körber probieren, eben bei uns im Tor. Mal gucken, ob er uns sogar noch ein bisschen mehr Sicherheit gibt. Die Viererkette, da ist keine große Überraschung. Al-Hassameh, Mai, Schwers und Kammerbauer werden diese bilden. Davor auf der Sechserposition kehrt Rinderknecht in die Startelf zurück anstelle von Wiebe. Dann vor ihm im Zentrum Rizzi, der Kapitän, und Kubilanski, keine Überraschung. Über die Flügel kommen heute Cueto und Rühle und ganz vorne natürlich Tobias Waschewski. Was ich euch beim letzten Mal vorenthalten habe, es war ja natürlich wieder ein neuer Monat, der angebrochen ist, Monat September. Es gab zwei Stärkeveränderungen bei uns im Team, nämlich Körber, unsere Leihgabe von Hertha, ist auf eine 66 gestiegen und unsere andere Leihgabe, Rinderknecht, beide in der Startelf heute, ist auf eine 63 gestiegen. Ansonsten hat sich nichts großartig verändert. Siebter Spieltag, wir gucken mal kurz auf die Parallelspiele. Magdeburg gegen Rostock, Erfurt gegen Jena. Wieder jede Menge Ostduelle heute. Groß-Asbach gegen Osnabrück, Unterhaching zu Gast bei Lotte. Meppen spielt gegen den Spitzenreiter VfR Aalen. Und Bremens zweite Mannschaft empfängt Fortuna Köln. Nach der Niederlage beim letzten Mal gegen Hansa Rostock sind wir in der Tabelle gewaltig runtergerutscht. Und spielen heute gegen den Tabellendritten, wenn ich das gerade richtig im Kopf habe. Zwickau 3 Punkte vor uns. Werden wir bestimmt gleich nochmal kurz in der Tabelle sehen. Sprich, mit einem Sieg unsererseits würden wir zumindest Zwickau überholen. Und wir sind heute nach der zweiten Saisonniederlage schon ein bisschen unter Druck. Aber wir spielen zu Hause. Und zu Hause haben wir bis dato noch alle Spiele gewonnen. Bloß auswärts, da hapert es momentan noch ganz gewaltig. Aber heute konzentrieren wir uns erstmal auf die Heimaufgabe gegen die stark gestarteten Zwickauer. Gehen wir rein ins Spiel. Dritte Liga, Spieltag 7, Preußen Münster gegen FSV Zwickau. Der heutige Gegner übrigens, der FSV Zwickau, ist der dritte ehemalige DDR-Meister, gegen den wir jetzt bereits in dieser Saison spielen. Hier nochmal die Tabelle, Zwickau auf Platz 4 sogar nur, Preußen Münster 3 Punkte dahinter auf Platz 6. Aber wir können sie heute, wie gesagt, mit einem eigenen Sieg überholen. Ja, allerdings ist das schon ein bisschen her mit der DDR-Meisterschaft. 1950 wurde die vom FSV Zwickau gewonnen, beziehungsweise damals hießen sie noch Motor Zwickau, denn der Verein, so wie er heute
heißt nämlich FSV Zwickau, den gibt es erst seit 1990. Praktisch mit der Wiedervereinigung hat sich der Verein da frisch und neu aufgestellt. Spielte ja auch einige Jahre, ich glaube bis zum Jahre 2000 sogar in der zweiten Liga. Aber danach ging es dann stetig bergab in die dritte, beziehungsweise sogar kurze Zeit später in die Viertklassigkeit. Erst seit der letzten Saison, da ist FSV Zwickau wieder drittklassig geworden und hat als Aufsteiger einen super fünften Platz belegt. Und das wollen sie anscheinend gleich wiederholen, sind auch in ihre zweite Drittligasaison sehr gut gestartet. Wir haben es gerade gesehen, aktuell Tabellenvierter. Und das ist das Team von Thorsten Ziegner, auch ein ehemaliger Verteidiger vom FSV Zwickau. Er schickt folgende Elf ins Rennen mit Brinkis im Tor, Mjatke, Sorge, Antonitsch, Schröter in der Viererkette, Frick und Hudek davor, Könnecke, Tekertschi über die Außen und zwei Spitzen mit Ronny König, den sehr erfahrenen Mann, und der junge Eisele neben ihm in der Doppelspitze. Also das klassische 4-4-2. Eine gute Mischung aus erfahrenen Leuten und auch jungen Talenten. Was bei Zwickau auch auffällt, dass sehr viele Spieler aus der Umgebung kommen. Viele ehemalige Leipziger, ehemalige Dresdner, ehemalige Magdeburger im Kader. Das ist schon sehr auffällig bei den Ostdeutschen. Gut, aber das genügen der Vorworte. Los geht's, Preußen Münster steht heute, wie gesagt, schon ein bisschen unter Druck. Muss heute eigentlich gegen Zwickau schon fast gewinnen, wenn sie da oben dran bleiben wollen. Nach der wirklich sehr ärgerlichen Niederlage gegen Hansa Rostock. Mal gucken, wie die Elf von Fridolin Feige heute in die Partie findet. Ball links rausgespielt auf Cueto. Der sieht Warschewski, erste Chance. Doppelchance. Rühle probiert es nochmal. Und dann geht er blöderweise mit der Brust zum Ball. Also keine 4 Minuten vorbei. Die erste Doppelchance. Und gleich zweimal stark pariert vom Schlussmann des FSV. Und da war, glaube ich, tatsächlich dann Tobias Rühle nochmal zuletzt dran. Der es im zweiten Versuch im Rebounder versuchte, aber Brinkis, der Schlussmann, zweimal glänzend reagiert. Also guter Auftakt hier, der Gastgeber aus Münster. Rinderknecht, stark im Zweikampf gegen Eisele, ehemaliger Berliner. Kobylanski, Rizzi, der war zu offensichtlich. Antonitsch, Neuzugang aus Österreich in der Innenverteidigung mit gutem Stellungsspiel. Mjatke. Ball ins Zentrum, viel Platz für Eisele. Wir müssen in der Defensive natürlich heute ein bisschen geordneter stehen, da der Gegner mit zwei Spitzen hier daherkommt. Mjatke, der Linksverteidiger, Zweitliga erfahren von Erzgebirge Aue. Wieder Mjatke, zweiter Versuch, aber Leon Schwers mehr oder weniger souverän am Ende dazwischen. Verlagerung von Rizzi, nicht gut gegangen, aber Kobylanski setzt da sehr gut gegen Könnecke, ebenfalls Zweitliga fahren. Dazwischen. Rizzi. Das war zu offensichtlich mit dem Kopf durch die Wand. Gutes Stellungsspiel da im Zentrum der Gäste. Tekertschi. Ehemaliger Dresdner hat auch mal ein Jahr lang leihweise hier in Münster gespielt. Ziemlich erfolgreich, war damals Stammspieler. Heute ist er Gegenspieler unserer Adler. Rizzi. Warschewski, braucht er viel zu lange, um den Ball zu kontrollieren. Das gleiche gilt allerdings auch beim FSV Zwickau. Vielleicht auch der Rasenverhältnisse ein bisschen geschuldet, dass es technisch hier noch einige Unzugänglichkeiten gibt. Auf beiden Seiten, wie zum Beispiel hier von Eisele, nächster Fehlpass. Sebastian May bekommt erstmal das Spielgerät unter Kontrolle. Viertelstunde gespielt, noch nicht so viel passiert. Eine riesen Doppelchance gleich zu Anfang für die Preußen. Danach steht der FSV, oder seitdem steht der FSV, sehr, sehr sicher. Warschewski, vielleicht jetzt mal, wir müssen wieder versuchen, die Außen mehr mit einzubinden. Rinderknecht, schlechter Pass, Könnecke dazwischen. Und Al-Haisami hätte auch durchaus mal den Schritt nach vorne machen können, um den Ball zu gewinnen. Schon im Spiel gegen Rostock waren sehr viele Fehlpässe, sehr viele leichte Fehlpässe zu erkennen. Ich hoffe, das werden wir heute ein bisschen besser lösen. Das war wirklich ein Katastrophenspiel in Rostock. Es war ja nicht so, als hätte Rostock gut gespielt. Sie waren schlecht, aber wir waren halt ein Tor schlechter und haben deswegen am Ende knapp mit 0-1 verloren. Konzentration ist das Zauberwort und Geduld.
Geduld und Konzentration. Rinderknecht. Die zwei Viererketten stehen sehr, sehr dicht beieinander. Da muss mal ein Überraschungsmoment her. Vielleicht jetzt über Rizzi, über Kobylanski und Cueto. Die Ballannahme, der erste Ballkontakt war schon unsauber. Und der Abschluss war es dann im Endeffekt genauso. Mai holt den Kopfball, ganz stark. Kobylanski, Rizzi will durchstecken, aber wieder die Viererkette der Zwickauer dazwischen. Eisele auf Könnecke, schneller Außenbahnspieler auf den erfahrenen Ronny König. Zweitliga erfahren, Drittliga erfahren, jede Menge Vereine hinter sich, Chemnitz unter anderem. Erzgebirge Aue hat er, glaube ich, gespielt, Wien Wiesbaden und so weiter und so weiter. Cueto, Rinderknecht, hat jetzt mal ein bisschen Platz. Laschewski müsste starten, Rinderknecht macht's alleine, wird auch nicht angegriffen. Und dann zieht er mal aus 18 Metern ab und testet Brinkies, den Schlussmann, der Späne. Ich weiß nicht, hat Zwickau überhaupt einen Spitznamen? Sie haben halt Späne im Logo, deswegen gehe ich einfach mal davon aus. Man kann sie die Späne nennen. Könnte ein guter Vereinspartner von Swansea City werden. Wie dem auch sei, nächste gute Parade nach einer halben Stunde und es gibt mal wieder eine Ecke. Schaffen wir uns hier mal ein bisschen Platz. Michele Rizzi, der kommt nicht schlecht. Der kommt sogar sehr gut. Al-Hassaimi. Immer wieder im gegnerischen Strafraum bei Eckstößen. Hat er ein Saisontor auf dem Konto. Und da wäre fast der zweite dazugekommen. Komm, wir probieren es nochmal mit der gleichen Taktik. Wieder auf den kurzen Pfosten, aber der ist ein bisschen zu nah ans Tor, ja. Da hat sich Brinkies jetzt drauf eingestellt und fängt den Ball sicher ab. Gegenzug, König legt ab. Großgewachsener, über 1,90 großer Stürmer. Und das war unser 1,90 Meter Mann. Sebastian May misst sogar fast 2 Meter. Unser baumlanger Innenverteidiger hier mit dem Foulspiel angeblich gibt Freistoß für Zwickau. Die können sich jetzt mal ein bisschen neu orientieren. Langer Ball kommt. May ist noch gar nicht nach hinten wieder zurückgerückt. Aber kriegen wir auch so geklärt. Und vielleicht sogar den Konter dadurch. Waschewski. Kobylanski ist allerdings nur dabei. Und Kobylanski wird gefunden. Kobylanski mit dem Haken. Kobylanski will den Ball ins kurze Eck dreschen. Aber da ist wieder Brinkies. Erneut auf dem Posten. Der Schlussmann bringt die Münsterer, die Münsteraner zur Verzweiflung. Nächste Ecke. Michele Rizzi steht erneut bereit. Diesmal lange unterwegs. Und da ist Sebastian May zum Kopfball gekommen und wollte ablegen. Waschewski war da in aussichtsreicher Position. Aber der Ball hat ihn leider nicht gefunden. Al-Hassami im Zweikampf gegen Schröter. Verliert diesen, Schröter ja auf unserer Wunschliste, aber jetzt der fast technische Fehler von Könnecke, aber eben nur fast. Irgendwie kriegt Zwickau den Ball doch noch unter Kontrolle. Eisele, oh, da haben sie jetzt auch gerade wieder zu viel Platz. Rinderknecht muss der entscheidender, energischer stören, Flanke kommt und Körber fängt diese Flanke locker ab. Genau in solchen Situationen hatte Schulze-Niehus ab und an so seine Probleme. Rizzi, super Zuspiel für Waschewski. Der kriegt den Ball aber nicht ganz sauber mit. Dauert eine Millisekunde zu lange. Und so kann Antonitsch noch entscheidend und gut dazwischen gehen. Einwurf leider nur für Rühle. Kammerbauer. Hassaimi. Rinderknecht. Gut gespielt. Kobylanski mit der Drehung. Und dann per Zufall kommt der Schuss. Kommt der Ball zu Rizzi und der schießt dann leider zu harmlos. Kein Problem erneut für Brinkies. Also, chancentechnisch, Preußen Münster klar im Vorteil. Allerdings geht der Ball leider noch nicht ins gegnerische Gehäuse. Und jetzt müssen wir aufpassen, dass er nicht in unser Gehäuse geht. Sebastian May setzt sich aber mit seinem strammen Körper entscheidend durch. Und dann ist hier wahrscheinlich gleich Halbzeit. So ist es. Pause Münster, torlos. 0:0. Chancen waren da, aber sie wurden nicht genutzt. Auch von ihm nicht. Tobias Laschewski, der momentan natürlich im Blickpunkt ist. In den ersten 6 Spielen 7-mal getroffen in der Liga. Im DFB-Pokal ebenfalls einmal erfolgreich. Ich glaube, da werden
schon in der Winterpause vielleicht Vereine anklopfen aus einer höheren Liga, eventuell. Und dann haben wir noch natürlich noch das Thema, während wir hier die Chance von Tobias Rühle sehen, dann haben wir natürlich noch das Thema Adriano Grimaldi, unser eigentlicher Mittelstürmer und Kapitän. Der ist ja seit letzter Woche wieder im Mannschaftstraining, heute allerdings noch nicht im Kader. Er wird allerdings dann im nächsten Spiel höchstwahrscheinlich zumindest in den Kader zurückkehren. Hier die Zwischenergebnisse, die Halbzeitergebnisse, auf die gehen wir wie immer erst nach dem Spieltag, nach unserem Spiel ein bisschen genauer ein. Ausdauertechnisch sieht das bei uns eigentlich noch ganz gut aus. Da werden wir nicht wechseln. Der FSV Zwickau, Thorsten Ziegner, entscheidet sich ebenfalls nicht zu wechseln und dann können wir direkt weitermachen mit der zweiten Hälfte. Zwickau immer noch komplett in roter Spielkleidung, jetzt auf das rechte Tor zu spielen mit Schröter und Hudek. Die beiden Spieler vom FSV Zwickau, die ja auf unserer Wunschliste unter anderem stehen. Frick, gutes Zuspiel, Mai kommt da einen Schritt zu spät. Hasaime mit dem Stellungsfehler, aber Schwers, unser junger Abwehrchef, mal wieder mit dem entscheidenden Zweikampf. Gute Verlagerung von Cueto. Rühle, das ist Baschewski mit dem Chipball Richtung Rizzi, aber der hatte zu wenig Fahrt, einfach zu verteidigen in dieser Situation für die Gäste. Die jetzt mit dem Befreiungsschlag und wieder mal Leon Schwers, der da klärt. Kobylanski. Cueto mit der Hacke. Kobylanski. Wieder die Verlagerung. Rühle. Rechts geht Kammerbauer mit. Patrick Kammerbauer zieht nach innen und bleibt erneut am gegnerischen Verteidiger hängen. Konterchance eventuell. Die beiden Zwickauer Stürmer machen den Ball gut fest. Und das war ganz wichtig, dass Sebastian May da noch den Fuß herausbekommt, um diesen Ball abzufangen. Ansonsten wäre der Stürmer durch gewesen. Rühle, Wechsel auf Hasaime. Und dann die schlechte Ballverarbeitung von Cueto. Hätte ihn einfach direkt weiterleiten müssen. Hasaime lässt den Ball laufen, beziehungsweise einfach durchrutschen. Aber holt ihn sich im Zweikampf dann zurück. Rizzi. Zu wenig Tempo. Vielleicht auch in den Aktionen der Preußen zu wenig Überraschungsmomente. Kammerbauer. Mai. Fehlpass. Zwickau steht defensiv gut und wieder so ein langer Ball zu Ronny König. Der bringt die Flanke, Leon Schwers in der Mitte, legt da fast perfekt ab. Ich weiß gar nicht, wer es war, ich glaube Pekerci war es mit der Chance. Wechsel, Zwickau. Davy Frick, eine echte kleine Legende im Team von FSV Zwickau. Was die Rekordspiele angeht, ist er auf Platz 3 und was die Rekordtorschützen angeht, ist er sogar auf Platz 2. Der zentrale defensive Mittelfeldspieler und Kapitän ist gerade rausgegangen. Für ihn kommt Koch in die Partie. Auch Zweitliga erfahren. Lange Jahre in Dresden gespielt, bei Nürnberg, beim Club gespielt. Also ein Mann mit sehr viel Erfahrung. Und diese Erfahrung fehlt uns hier anscheinend gerade. In der zweiten Hälfte läuft sehr wenig bis dato zusammen. Und wir werden doppelt wechseln. Und zwar werden wir unsere linke Seite komplett neu beleben. Mit Heinrich und Menig. Menig kommt für Al-Hassame und Cueto geht raus gegen Heinrich. Ich habe nicht vergessen, dass Stoll uns vor dem Spiel gebeten hat, dass er zum Einsatz kommt. Ich denke, ihn werden wir höchstwahrscheinlich auch kurz vor Schluss auch nochmal einwechseln. Vorausgesetzt, wir erzielen noch irgendwann demnächst das Führungstor. Das wäre extrem wichtig. Ein 0:0 wäre eigentlich schon für Münsterverhältnisse zu wenig. So, jetzt kommt unser Doppelwechsel, glaube ich, gerade. Jawohl, jetzt kommt er auch. Neue linke Seite, Cueto, Hasaime raus, Menig und Heinrich kommen. Diese linke Seite hat im Pokalspiel gegen Bremen 2 sehr gut funktioniert. Da fielen ja beide Tore durch Flanken von eben den beiden linken Außenbahnspielern. Vielleicht wird es heute noch ein bisschen besser. Eisele auf Koch. Und wie offen ist Preußen denn da? Flanke Könnecke und auch Körber bei dieser Flanke. Sehr zögerlich, bleibt im Kasten. Also das scheint ein FIFA-spezifisches Torwartproblem zu sein, dass sie bei solchen Flanken einfach auf der Linie kleben. Und es ist wirklich eine Verunsicherung gerade bei Preußen anzumerken. Und Zwickau versucht, diese zu nutzen. Wieder viel, viel zu viel Platz
Münster kommt wieder nicht in die Zweikämpfe. Nächste Flanke in den Strafraum. Menig köpft ihn raus. Schulter, zweiter Ball. Menig. Und dann der Rückpass zu Körber. Und dann nochmal ganz sicher zu Menig. Und der mit dem langen Ball zu Heinrich. Der braucht aber zu lange, um den Ball zu kontrollieren. Ball geht ins Aus. Wechsel. Zwickau, Stürmer gegen Stürmer. Fabian Eisele, Neuzugang von Hertha BSC 2. Wird ersetzt durch Öztürk. Erfahrener Mann, großgewachsen, ähnlicher Spielertyp wie sein Sturmpartner Ronny König. Heinrich, Kobielanski, eins weiter zu Menig. Der muss allerdings jetzt warten. Aber die Flanke ohnehin ins Nirvana. Selbst wenn da ein Stürmer von uns im Strafraum gestanden hätte. Ich denke, was? Allheilsarmee, Position Torwart? Bitte was? FIFA und seine Bugs und so? Jetzt bin ich gerade da so schockiert von gewesen, dass ich vergessen habe, was ich sagen wollte. Achso, die Flanke war sowieso so schlecht. Selbst wenn ein Stürmer von uns da gestanden hätte, der hätte den Ball niemals erreicht. Aber jetzt könnte Rühle diesen Ball erreichen. Abgefälscht. Mal wieder ein Lebenszeichen. Der Preußen hier im zweiten Durchgang. 74. Minute. Gefährlich abgefälscht. Umso besser die Parade von Brinkies. Der Ball allerdings geht auch genau auf den Keeper. Nächste Ecke. Vielleicht nochmal eine heiße Schlussphase. Rizzi. Und da kommen wir zum Kopfball. Leon Schwerst müsste es gewesen sein. Jawohl. Der Mann mit den roten Haaren aus der Innenverteidigung. Uns wird nochmal vorgeschlagen, Hoffmann zu bringen. Aber das tun wir an dieser Stelle mal nicht. Eine Viertelstunde verbleibt uns noch. Zwickau wird wahrscheinlich mit dem Unentschieden höchst zufrieden sein. Tekerci, der starke Techniker da, beidfüßig gut. Fridolin Wagner auch inzwischen im Spiel. Rinderknecht dazwischen. Jetzt Menig, wollte da den anderen eingewechselten Heinrich auf die Reise schicken. Nicht ganz gelungen. Einwurf Mai, warum der Innenverteidiger auch den Einwurf immer ausführt, keine Ahnung. So, ein bisschen Zeit bleibt uns noch. Kobielanski versucht das Spiel zu ordnen, aber auch vom Polen heute ein eher mäßiger bis schwacher Auftritt. Rizzi hat jetzt ein bisschen Platz. Waschewski mit der Hacke zu Kobielanski. Der Abschluss. Daran hapert es gerade. Distanzversuch. Nicht schlecht, aber eben auch nicht gut genug. Brinkies da in Verlegenheit zu bringen. Abstoß auf den linken Flügel. Menig holt den Kopfball. Der kommt fast zu Faschewski. Aber zwingt den Innenverteidiger so immerhin, den Ball ins Aus zu klären. Knappe 10 Minuten noch. Wir werden die letzte Wechseloption, denke ich, ziehen. Und werden Rinderknecht vom Feld nehmen. Und Lennart Stoll, der um einen Startelf-Einsatz eigentlich gebeten hat, kommt aber heute zumindest von der Bank die letzten 9 Minuten. Der Münsterer Jung, Biologiestudent, ich habe schon häufiger erzählt, kann nochmal sich ein paar Minuten hier beweisen, dass er vielleicht sogar für Höheres berufen ist, als auf der Bank zu sitzen. Einwurf, Menig. Kobielanski mit der Flanke. Ja, wenn das so gewollt war, Respekt. Kammerbauer. Rizzi, Kobielanski. Menig mit der Hereingabe Richtung Waschewski. Zwickau jetzt ein bisschen unter Druck in dieser Phase. Und der nächste Abschluss. Patrick Kammerbauer, der aufgerückte Rechtsverteidiger. Das Tore schießen allerdings nicht unbedingt seine Königsdisziplin. Aber die letzten Minuten macht Münster nochmal ein bisschen mehr Druck. Nächster Abstoß. Bei den Abstößen auch sehr auffällig, dass er immer auf die Außen spielt. Meistens auf die Außenverteidiger. Das ist Koch. Öztürk. Und jetzt kommen nochmal die Zwickauer. Aber Endstation. Leon Schwers. Schlussphase im Preußenstadion. Waschewski. Lennart Stoll. Langer Ball, aber den kann Tobias Rühle nicht erreichen. Idee war gut, Umsetzung verbesserungswürdig. Das sieht wohl auch Fridolin Feige, der Mann im Regenmantel, so. Hier mal wieder im Dauerregen von Münster.
Wenn es dabei bleibt, dann bleibt es erstmal bei 3 Punkten Rückstand zu den ersten 3 Tabellenplätzen. Eigentlich zu wenig. Kobylanski, Kammerbauer. Oh, meine Herren. Es dauert zu lange. Schwers, stark dazwischen. Nochmal Preußen-Münster. 3 Minuten gibt's obendrauf. Letzter Angriff möglicherweise. Kobylanski. Doppelpass mit Waschewski. Kobi. Lanski! Und jetzt drehen sie alle durch. 90. Minute Martin Kobylanski. Waschewski spielt in den freien Raum und dann legt er sich den Ball eigentlich viel zu weit nach außen. Die Chance schien fast vorbei. Aber diesmal kriegt Brinkis die Fäuste nicht mehr so zum Einsatz, dass er den Ball abwehren kann. Der Ball ist im Tor. 90. Minute in der Entstehung. Natürlich sehr, sehr glücklich. Aber am Ende, wenn es dabei bleibt, wäre es ein hochverdienter Sieg. 1:0 Martin Kobylanski, drittes Saisontor. Und jetzt bitte einfach abpfeifen. Lieber Herr Schwurbel! Ein eher verhaltener Jubel, aber ich freue mich umso mehr. Am Ende wird niemand fragen, wie dieser Sieg zustande kam. Freude bei Fridolin Feige, Freude bei seinen Spielern. Das 4. Heimspiel der Saison, wenn man das DFB-Pokalspiel noch mit dazu zählt, das 5. Heimspiel der Saison, der 5. Sieg. Wir bleiben zu Hause also, eine echte Festung durch seinen Siegtreffer Martin Kobylanski. In der ersten Hälfte vor allem sehr unglücklich agiert er, aber er erzielt mit seinem 3. Tor das Tor des Tages. Wow, und jetzt muss ich erstmal eben einen Schluck trinken, liebe Freunde. Zum Wohle! Hier einige Highlights, Parade Brinkis. Also ich glaube allein von den Highlights her, sieht man schon deutlich, dass wir deutlich mehr Chancen hatten. 13:1 Schüsse. Ja, ich glaube, man kann es wirklich zusammenfassen. Glücklicher, aber verdienter Sieg. Kobylanski mit 8,9er Benotung zum Spieler des Tages gewählt wurden. Und diesmal wurde die Torvorlage von Waschewski auch gewertet. Das war ja beim letzten Mal gegen Magdeburg beim Spiel, war es glaube ich so. Da hatte er ebenfalls für Kobylanski eigentlich ein Tor aufgelegt. Wurde allerdings nicht als Vorlage gewertet, diesmal schon. Aber ist ja auch alles shit egal. Wir haben die 3 Punkte im Sack, im Soll. Und damit bin ich oberglücklich. Also, alles richtig gemacht. Fridolin Feige, die nächsten 3 Punkte sind eingefahren. Und mir ist echt ein kleines Steinchen vom Herzen gefallen, als Kobylanski diesen Ball gerade reinmachte. Ganz wichtige 3 Punkte im Kampf um die Aufstiegsplätze. Und ihr seht es schon, wir sind vorübergehend auf Platz 3 dadurch geklettert. Und haben noch eine Mail bekommen von Lennart Stoll. Die letzte Partie. Ich bin gerade in guter Form. Danke, dass Sie mich eingesetzt haben. So haben wir die Moral von Lennart Stoll auf jeden Fall noch weiterhin hochgehalten. Hätten wir ihn nicht eingesetzt, wäre er sicherlich enttäuscht gewesen. Also von daher war das schon sinnvoll, ihn kurz vor Schluss zu bringen. Und wir haben das Spiel ja schlussendlich auch gewonnen. Karlsruher Jena schlägt Rivalen Rot-Weiß Erfurt. Zu den anderen Ergebnissen kommen wir gleich noch. Vorher wieder schnell das Training einstellen. Heinrich und Kobylanski stehen beide kurz vor einem Stärke-Update. Cueto ist auch nicht allzu weit weg. Und Waschewski ebenfalls, wenn er so weitermacht. Das ist echt der absolute Wahnsinn. Heute also nicht getroffen, aber dafür mit der Torvorlage. Die Trainingswoche war dafür, naja, C, C und 3x D. Das geht natürlich besser, aber immerhin hat Heinrich einen Stärkepunkt hinzugewonnen. Ist jetzt auf einer 62. Das freut uns natürlich sehr. Und wir gehen nochmal eben einen Tag weiter. Dann sollte der 7. Spieltag der 3. Liga Kompletto sein. Und wir schauen uns natürlich auch die Ergebnisse an. Die da wären. Würzburg schlägt Paderborn mit 2:1. Dürfte jetzt die erste Saisonniederlage gewesen sein für die Paderborner. Rostock, der Tabellenführer, gewinnt in Magdeburg 1:0. Wir schlagen Zwickau ebenfalls mit 1:0 durch den Last-Minute-Treffer. Wie gesehen, mit 1:0. Erfurt unterliegt Jena 1:2. Groß-Asbach, Osnabrück 1:1. Lotte Unterhaching 3:1. Meppen mit dem ersten Saisonsieg und das auch noch gegen den VfR Aalen. Große Überraschung, 1:0. Bremen 2, Fortuna Köln trennt sich 1:1, genauso wie Chemnitz und der KSC. Und nächste Überraschung, wen verliert beim Hallischen FC mit 1
zu 2. Und wir gucken auf die Tabelle, denn dadurch rutschen wir, steigen wir auf Platz 3 auf den Relegationsplatz. Aber ihr seht es, zwischen Platz 3 und Platz 10 liegen nur 3 Punkte. Und zwischen Platz 10 und Platz 15 wiederum liegen nur 2 Punkte. Also das Feld ist immer noch alles unfassbar eng beieinander. Fortuna Köln, die einzige Mannschaft, die schon ein bisschen abgeschlagen ist. Alle anderen, kann man glaube ich so sagen, sind mehr oder weniger noch im Mittelfeld, beziehungsweise im oberen Mittelfeld. Hansa Rostock ist der neue Tabellenführer mit 16 Punkten, gefolgt von VfR Aalen, die rutschen auf Platz 2 ab. Münster jetzt also auf 3, weil Zwickau verloren hat und auch Wien Wiesbaden verloren hat. Groß Asbach bleibt auf Tabellenplatz 6, der Karlsruher SC schiebt sich auch immer mehr und mehr nach oben, genauso wie Aufsteiger Carl Zeiss Jena. Sehr, sehr schön. Top-Torjäger gucken wir nochmal ganz kurz. Da sind ganz oben immer noch Waschewski und Wannenwetsch, die beiden Doppel-WA. Dahinter Pintol von Halle mit 4 Toren, Funk von Wien, Wiesbaden 4 Tore und Sohm. Oder Somm? Ne, Sohm, oder? Von Groß Asbach ebenfalls 4-mal schon getroffen. Und auch Kobylanski schiebt sich jetzt unter die Top 10 der Torjäger mit seinem 3. Saisontor. Dazu hat er ja auch noch 3 weitere Tore vorbereitet. Also der Pole auch ein ganz wichtiger Faktor im Spiel der Preußen aus Münster. Und es gibt einen weiteren Platzverweis. Und zwar müsste der von Andersen von Fortuna Köln an diesem Spieltag dazugekommen sein. Und damit hätten wir, glaube ich, das auch alles abgeschlossen und können weiter vorangehen. Pressekonferenz. Oh, wir werden jetzt das allererste Mal nach einer Pressekonferenz gefragt. Fällt mir gerade auf. Oh, und ich glaube aus gutem Grund, denn das nächste Spiel ist ein kleines Derby, liebe Freunde. Hoppala. Hä? Hä? Wo sind denn die Mails? Haben wir die Pressekonferenz verpasst? Hä? What the fuck? Habe ich mich gerade verguckt? Da waren doch 2 neue Mails, oder? Ja, das waren 2 neue Mails. Zweimal zur Pressekonferenz. What the fuck? Ich muss das jetzt nicht verstehen, oder? Lassen wir einfach mal so stehen, nicht wahr? Liebes FIFA? FIFA und ihre Bugs und so weiter. So, ich will noch mal ganz kurz auf den Kalender schauen. Auf unsere nächsten Aufgaben. Nach dem Sieg gegen Zwickau spielen wir also als nächstes in Paderborn zum kleinen Derby. Danach unter der Woche, englische Woche, gegen den VfR Aalen. Uiuiui, ganz interessant. Dann zu Gast in Jena, die sind auch nicht zu unterschätzen. Und dann das nächste Derby, das richtige Derby gegen den VfL Osnabrück. Das sind also die nächsten 4 Aufgaben im Monat September. Dann gehen wir schon mal ein bisschen weiter. Dann scheint Länderspielwoche zu sein. Dann geht es danach weiter mit Unterhaching, Karlsruhe und dem Pokalspiel gegen Bayer Leverkusen. Auf das ich persönlich schon sehr, sehr gespannt bin, ob wir da überhaupt nur eine minimale Chance haben. Übrigens, die Spieler, die hier gescoutet werden, sind alle Spieler, dessen Verträge auslaufen. Die werde ich nach und nach offscreen ein bisschen aussortieren, wer für uns eventuell in Frage kommt. So, aber eine Sache wollte ich noch kurz gucken, nämlich wegen Grimaldi. Er ist nicht mehr verletzt und spielbereit. Das wird jetzt also beim nächsten Mal sehr interessant sein. Das Pflaster ist weg. Grimaldi könnte theoretisch spielen. Und jetzt ist wirklich die Frage, was macht Fridolin Feige? Lässt der Waschewski, der in den ersten Saisonspielen sehr, sehr häufig getroffen hat, in der Mannschaft, oder kommt Grimaldi direkt wieder rein? Dieser Frage werden wir beim nächsten Mal nachgehen, wenn es wieder heißt Let's Play FIFA 18, Karrieremodus mit unseren Adlern von Preußen Münster. Heute mit einem Last-Minute-Sieg. Ich hoffe, beim nächsten Mal werden wir ein bisschen souveräner spielen. Dann sollte es am Ende hoffentlich wieder Punkte hageln. Am besten dreifach beim kleinen Derby in Paderborn. Bis dahin, macht es gut. Ciao, ciao, sagt euer Killer.